Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Frohes neues Jahr erstmal an dieser Stelle, auch wenn dies hier am, auch wenn wir heute den 25. oder 26. November haben, ja. Januar haben. Wir haben heute theoretisch den 1. und praktisch für mich auch. Ich hätte auch genauso gut zu Hause bleiben können. Ist auch interessant, dass man sowas mal sagt. Ich halte nichts viel von Feiern oder Neujahr. Okay, da gehe ich nicht lang. Nur mal so zur Info, in dieser oder in den nächsten 3 Folgen kann irgendeiner mal kommen und spontan mit Teil der Aufnahme werden. Also sprich sprachlich. Ursprünglich wollten Shadow und ich aufnehmen, aber er muss noch mal kurz woanders hin. So, ist ja immer so. Und ich bin immer noch in der ominösen Gilde drin und ich glaube, ich werde da rausgehen. Tendenz ist nämlich stark dazu. Bisher habe ich es noch nicht gemacht, aber ich denke mal, ich werde es machen. Wenn alle das nicht erwarten. Huch. Ihr findet hier eine Netschkuh, Netschkalb, so rum. Ich war mir zu fein und habe mir das erworben. Zur Stunde, wo es rauskam. Und wir wollen natürlich jetzt nochmal die vermissten Leute suchen. Die Klinge zeigt in diese Richtung. Also werde ich in diese Richtung gehen. Und nicht weiter. Natürlich 2 Klinge in der Nähe. So, nehme ich eigentlich in den richtigen Ordner auf? Ja. Das wäre der Hammer, wenn es nicht der Fall wäre. Ist das ein Dolm hier? Nee. Hätte mich auch gewundert, hier einen Kalthafen Dolm zu finden, aber Truhen. Naja. Unter Full HD zu spielen ist das ein bisschen einfacher. Ja, natürlich kriege ich eine Schatzkarte. Natürlich kriege ich eine Schatzkarte. Da fällt mir ein. Oh Gott, ich hasse das. Argonie zu sprechen ist das Schlimmste, was es gibt. Gerade mit meinem Hals. Das wird grauenhaft. Jedes Mal, wenn Bakrotia ein Dwemapparat zu Klump haut, wünscht er sich, es gäbe eine Möglichkeit, diese Maschine so zu reparieren. Dass sie ihn voll und ganz zu Diensten stehen. Mit ein paar Tropfen Leim und etwas Geschirr könnte man aus den wirbelnden Hämmern eines Dwemer-Centurius einen wunderbaren Servierapparat machen. So, was bringt denn der mir? Der bringt mir Turm und Mastix. Das übliche eigentlich. Wie sprechen Argonia? Hier ist tiefer Hals. Beim Durchsehen von Fräulein Firis Sachen fand ich ein silbriges Tuch mit schwarzen Einwebungen. Es roch komisch wie faule Eier. Ich habe es gegen etwas anderes eingetauscht. Das stinkt. Ein kleines Fass Salzfisch, das ich neben ihr Bett gestellt habe. Sie hasst den Geruch von Salzfischen und vielleicht hilft ihr das beim Aufwachen. Okay. Hätten wir da vielleicht ein Heilmittel. Hallo, ich bin es, Valinka. Entschuldige. Entschuldigt bitte die ganze Sache mit Nasis drin. Es stellt sich heraus, dass er einer der dümmsten Kerle ist, den ich je begegnet bin. Und kein Stück einhält oder so. Ich habe ja nichts gegen ein bisschen Spaß im Heu, um es mal so zu sagen, aber eine Frau will doch erobert werden, oder nicht? Wie in diesen Gedichten von Fjocki, dem Baden. Auf jeden Fall ist hier oder die Frau. Na, die scheinen ja richtig extrem von ihm enttäuscht. So, was blubbert denn hier? Fischgrund. Okay. Let's Angel werden wir auch mal machen. Und tschüss. Bam! Wie sieht es eigentlich inventartechnisch aus? Natürlich ist das Inventar fast voll. Ich hätte auch nichts anderes erwartet. Alter, sind wir. Wir sind aber knapp da. Mal schnell ein Foto schießen wegen diesen scheiß Flügeln von meinem Viech.
Außenstehende. Zeigt ihnen die Strafe für das Eindringen in den nutzlosen Gang. Ey, ich war im Aufladen, du Penner. Was Erbrochenes? Ach ne, Erloschenes. So, folgte Richtung. Ach, die war in die umgekehrte Richtung. Na, eigentlich wollte ich aber dahin zum Kerkerloss. Kerkerloss. Ein Irrleuchten. Das Irrleuchten macht nichts. Nein, Würger, 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 Würger. Ich will nicht zum Würger. Ey, warum ruckelt's? Alter, ist uncool. Hör auf zu ruckeln. Spiel, hör auf zu ruckeln. Festplatte ist voll, ich weiß es ganz genau. Hallo? Spiel. Spiel? Es ruckt bei mir auch unter Windows übrigens. Spiel. Ne, jetzt geht's wieder. Warum ist er gerade so voll auf 13 FPS runtergefallen? Das ist doch nur Kalthafen, wer bist denn du? Och Junge, was soll denn der Scheiß, Penner? Wichser. So. Wollt mir die Schatzkarte gerne mal ansehen. Aha, ich weiß auch genau, wo das liegt. Ihr müsst am Leben bleiben. Ihr müsst einfach. Ich brauche eure Hilfe. Ich war das nicht. Ich schwöre es. Er war schon so, als ich ihn gefunden habe. Das sind Wiederbelebungsmaßnahmen. Dieser arme Soldat. Er hat den Tod nicht verdient. Zumindest ist der Khajiit entkommen. Aber wie lange er überleben wird, weiß ich nicht. Mein Clan kann sehr hartnäckig sein. Warum macht euer Clan Jagd auf diese Soldaten? Weil wir vor langer, langer Zeit einen dummen Handel eingegangen sind. Im Austausch für Macht und Unsterblichkeit wurden wir die Wächter dieses Waldes. Aber zu welchem Preis? Jetzt jagen die Schattengänger jeden, der es wagt, einen Fuß in diesen Wald zu setzen. Ich muss dem Khajiit helfen. Es könnte noch einen Weg geben, diesen anderen Soldaten, diesen Khajiit, zu retten. Aber ihr müsst mir vertrauen. Ich werde mich meinem Clan nicht direkt entgegenstellen. Sie sind meine Familie. Aber ich kann euch helfen, euren Freund zu finden. Ich möchte nur sicher gehen, dass niemand sonst verletzt wird. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Die Schattengänger setzen Läufer ein, um den Wald zu durchsuchen. Aber ihr würdet sie niemals sehen. Sie werden eins mit den Schatten und sind so gut wie unsichtbar, wenn der Clan in Alarmbereitschaft ist. Es gibt allerdings eine Möglichkeit, die Läufer doch zu sehen. Wie kann ich diesen unsichtbaren Läufer sehen? Ihr müsst die Rinde eines Zweiglings besorgen. Die Magie ihrer Rinde erlaubt es den Kreaturen, sich den Weg durch den dunklen Wald, wie soll ich das nur ausdrücken, nun, zu erfühlen. Ladet die Rinde an den Irrleuchten auf und ihr solltet in der Lage sein, die Läufer zu entdecken. Ich habe Rinder verstanden. Ich muss mehr erfahren, bevor ich denen zustimme. Euer Freund ist gerade da draußen und wird von meinem Volk gejagt. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie rasch, damit wir uns wieder der drängenderen Aufgabe widmen können. Erzählt mir mehr von eurem Volk. Mein Clan ist uralt. Älter, als ihr euch jemals vorstellen könntet. Unser Baumhirte erzählt Geschichten aus der Davorzeit, als wir noch unter dem strahlenden Himmel in den üppigen Wäldern von Walenwald lebten. Wie seid ihr denn in Kalthafen gelandet? Laut den Geschichten entfesselte der dädrische Fürst seinen Zorn über Walenwald. Anstatt sich zu wehren, entschlossen sich meine Ahnen, dem Fürsten ihre Treue anzubieten. Und so kamen wir hierher. Auch Ahnen haben also einfach aufgegeben? Aufgegeben? Das ist eine Art, es zu sehen. Eine andere wäre, dass der Clan nicht nur überleben, sondern sich auch noch einen beträchtlichen Vorteil verschaffen wollte. Die Schattengänger lieben Macht. Im Ausgleich für unsere Dienste wurde uns Macht über unsere Feinde versprochen. Aber ihr seid anders. Ich habe es euch doch schon erklärt. Ich bin die Dunkelheit und die falschen Versprechungen leid. Molag Bal gab uns zwar Macht, aber er hält uns hier auch gefangen. Was bringt uns Macht, wenn wir für immer in diesem Reich festsitzen? Ich möchte den offenen Himmel und die Sterne in der Nacht sehen. Tja, ich glaube, das hier wären dann in Wahrheit dann doch die neuen Dunkelelfen, oder? Also im wahrsten Sinne.
Auch wenn die Dunkelelfen tatsächlich ja eher trau. Hier nennt man die Dunmeer. Sammelt etwas Zweiglingsrinder. Da unten sehe ich schon einen. Da muss natürlich ein Bürger dabei sein. Sag mal. Was hat mich da... Boah, du scheiß Wolf. Köter. So, und dann einen Irrläufer aufladen. Ah ne, mehr Linden und sammeln. Aber ich habe gesehen, der Bürger ist aktiviert. Hat mich auch angezogen. Diese Viecher sind echt ätzend. Idioten. Ich bin echt auf guter Stimmung. Aber es muss doch irgendwo so ein Viech sein. Da ist schon der nächste Wegschrein, da will ich halt gar nicht hin. Ach, da hinten. Na gut, gleich zwei. Der zweite. Ah, da hinten. Bringt. Ah, Fanariel. Faraniel, so rum, nicht Faraniel. Faraniel ist übrigens auch ein guter Name. Seelengänger. Aha. Habt ihr die Rinde? Schnell. Wir haben nicht viel Zeit. Rinde, nicht Rinder. Hier ist die Zweiglingsrinde. Oben ein bisschen was abkratzen und bitte sehr. Ein alter Trick, den ich durch mein ach so langes Leben an diesem grässlichen Ort gelernt habe. Meine Freunde hielten es für witzig, sich vor mir zu verstecken. Deshalb habe ich angefangen, ihn zu benutzen, damit ich sie sehen konnte. Es gibt da auch eine interessante Nebenwirkung. Nebenwirkung? Während es euch erlaubt, jeden zu sehen, der sich im Schattenreich verbirgt, verbirgt es zugleich eure Anwesenheit vor ihm. So konnte ich den Patrouillen aus dem Weg gehen und mich aus dem Wald schleichen. Es funktioniert wirklich. Aber denkt daran, der Effekt ist zeitlich begrenzt. Er wird nicht lange anhalten. Wie funktioniert das? Berührt mit der Rinde ein Irrleuchten und überquert dann die Brücke. Die Läufer suchen nach dem verbliebenen Soldaten. Wenn ihr einen Läufer entdeckt, folgt ihr ihm. Er sollte euch direkt zu eurem Freund führen. Und wenn der Effekt abklingt, berührt ihr einfach noch eine Irrleuchte. Ja toll, das könnte heiter werden. Überquert die Aileidenbrücke, setzt ihr Leuchten ein, um die Läufer zu sehen. Ach du Scheiße. Also so. Von wie sehe ich die Läufer? Tut mir leid, ich sehe nichts. Ja, geht wahrscheinlich nur hier, ne? Ah, da hinten. Da sieht es auch gut aus. Das müsste einer sein.
Oh, Junge, das kann doch nicht wahr sein. Voll in einen anderen reingelaufen. Verdammt! Drei Schwert? Was sind drei Schwert? Oh, das ist ja immer so ein Petrofusen. Stirb! Ja, lauf schon. Oh, noch länger. Oh, gleich ist die Wirkung weg. Such schon nach einem Leu... Ah, verdammt. Ein Läufer. Alter, was ist denn hier los? Fehlgeschlagen. Willst du mich verarschen? Ja, das funktioniert so ja auch nicht. Oh, ich hasse gleich direkt so eine Quest, ey. Fick dich ins Knie, fick dich ins Knie. Ich hab keine Lust auf diese Scheiße.